Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. Und ich habe den Alex mit dabei. Moische. Musche. Neues Mikro muss eingespielt und eingetestet werden, ne? Ist Kacke. Ist Kacke. Okay, ist Kacke. Gut, wir haben neue Dailies, neue Weeklies. Dementsprechend gehen wir einmal kurz durch. Ist eine gekochte Mahlzeit im Camp eines Teammitglieds fünfmal? Goldstern. Sammle Todeskrallen-Ei. Schließe eine Daily Ops ab. Töte eine Todeskralle. Töte einen Kultisten zehnmal. Töte einen Rathersch fünfmal. Verwerte Schrott, um Knochen herzustellen. Denn die wöchentlichen, das Goldsternchen, lande bei einer Radkröte einen kritischen Treffer fünfmal, modifiziere eine Energiewaffe fünfmal, pflanze im freien Kameramodus in einer Werkstatt oder ein Camp 25 Mal was an, sammle 20 Hirnpilze, sammle legendäre Module 10 Mal, schließe tägliche Operation 3 Mal ab, stelle eine Wurfwaffe her 20 Mal, trinke alkoholisches Getränk 20 Mal, töte einen Grubenhauer 30 Mal. So, und jetzt darf ich auch mal Luft holen. So, ich roll heute mal in der Daily das hier weg. Das ist jetzt nicht so meins. Was haben wir denn? Stellen eine Nahkampfwaffe her oder verwerte sie? Ja, könnten wir nebenbei nehmen. Mal vielleicht nochmal bei der wöchentlichen irgendwas wegrollen. Schwer ist da jetzt auch nichts Wirkliches, ne? Na komm, modifiziere eine Energiewaffe. Das ist jetzt auch nicht so meins, wo ich jetzt nochmal mache, Silber herzustellen. Gönne ich mir noch einen Roll? Weil Silber ist auch relativ einfach. Oder roll ich noch was anderes? Ja, komm, machen wir nochmal Silber hier. Ey, episch modifiziere eine Rüstung 25 Mal. Alter. Du wolltest es episch. Ja, aber Jetzt hast du es. 25 Mal, ey. So, dann aktivieren wir hier auch gleich nochmal den Boost, damit das dann halt gleich richtig boostet. Na, dann wollen wir jetzt mal eine Rüstung 25 Mal modifizieren. So, und jetzt machen wir uns natürlich das schön einfach. Das heißt, ich nehme jetzt hier eine leichte. Nein. Eigentlich müsste ich eine. Ja, komm, egal welche Rüstung. Ich nehme eine leichte Rüstung, nehme ich eine leichte Lederrüstungsbrustteil und jetzt hauen wir da jetzt permanent irgendwas drauf. Also abgedunkelt, bemalt, gekocht, umgürtet, vernietet. Umgürtet, gekocht, behandelt, abgedunkelt, Standard. Abgedunkelt, behandelt, ge gekocht, umgürtet, vernietet. Und Umgürtet, wieder von gekocht, vorne. behandelt, abgedunkelt, Standard. Und noch einmal. Eieieiei. So, und da haben wir jetzt 25 Mal ein Brustteil modifiziert. Machen wir gleich mal weg. So, wir sollen noch Wurfwaffen herstellen. 20 Mal. Dann machen wir auch dies gleich. Munition. Quatsch, Munition. Granaten. So. Habe ich noch. Nein, ich habe keine Splittergranaten. Ich brauche Splittergranaten. Habe ich keine Splitter? Ach, da oben. Hier oben machen wir mal 10 Stück. Dann machen wir 10 Nuka-Granaten draus. Ist das auch fertig? So, sind wir schon bei 78. Was war das noch? Todeskrallen, ein Hirsch. Ja, das kommt ja alles so hintereinander weg. Das ist kein Problem. Alkoholische Getränke. Ich glaube, ich habe nicht mehr so viel Alkohol hier rumliegen. Den müsste ich erstmal holen. Den guten Alkohol. Ne, ich habe auch kein Sweetwater mehr oder ähnliches. Habe ich leider nicht mehr. Ne, ich könnte jetzt Meyer Magic trinken, aber das ist jetzt halt auch nicht so das, was ich jetzt haben möchte. Vintage stand ja nicht dran, ne? Vintage, Vintage, Vintage. Nö, steht nur alkoholisches Getränk. Das heißt, es ist wurscht, was das für ein Alkohol ist. Könnte ich irgendwas saufen? Was haben wir denn da unten? Mais gesucht, Bot-Parade, Fliegenklatsche und Alex ist noch nicht da. Warum nicht? Warum sagst du denn nichts? Verstehe die ganz schlecht. Du verstehst mich ganz schlecht. Ja, doll abkackt. Ist aber eigentlich nichts abgehackt.
Wollen wir gleich nochmal drüber gehen? Eine Aufnahmepause? So. Willkommen. Erstmal fix starten. Howdy, Leute. Das Spiel geht gleich los. Also, plündert, was das Zeug hält. Und macht mal richtig ein Fass auf. Yeeha! Na, dann machen wir mal richtig ein Fass auf. Jetzt läuft hier noch immer alle durch. So, dann laufen wir mal. Los geht's, Cowboy! Bin doch schon dabei. Ich hab keine Manieren. So. Du gottverdammter Idiot! Du gottverdammter Idiot! Ah, nicht. Du Provinztrottel! Genau, ich Provinztrottel. Tja, du bist echt. Du hast Nerven. Das gehört mir. Jetzt nicht mehr. Ach, jetzt kommen erst die Protektrons. Hab gehört, dass ein Desperado-Duo sich irgendwo in der Stadt versteckt. Wenn ihr sie rausschmuggeln könnt, gibt es einen Boost. Dann gibt es einen Boost, na denn. Ah, oh, wenigstens Kampfsperre. Ach nee, wegen den Befreiern. Dafür kriegst du viel zu wenig, okay. Hilfe! Ich wurde du erbärmliches Ungeziefer! Ah, bis jetzt höre ich noch keinen auf meiner Runde hier. Okay, hier höre ich einen. Hätte hier doch Viechchen gehört. Das hört er sich nach oben an, oder? Nee, nicht wirklich. Volltreffer! Den Goldenen tu nicht gut, hast du ihn erwischt. Ein wohlverdienter Bonus. Ein wohlverdienter Bonus, na denn. Ist aber heute fast nichts hier los. Du widerlicher. Wo ist der Flaschi? Ich seh ihn nicht. Irgendwo tickelt er doch hier rum. Ah, bestimmt wieder hier unten drunter, oder? Nee. Hier war es nicht. Da ist er. Oh, und ich habe keinen Einbrecher. Den anderen habe ich auch gefunden. Wollen wir mal Gas geben hier, abgeben. Müsst ihr mich jetzt unterbrechen beim Abgeben? Ich sattel auf! Lass ihr es gerettet! Für deine Beute und auf ihr Punkt! So. So, ich bin schon längst drüber. Ach, verdammt. Sehr gut. Wow, da habt ihr ja ganz schön was eingeladen. Oh nein, die Kavallerie ist da. Der Wagen sollte lieber mit abkriegen. Wenn der alte Kavallerie ein Kavallerie geht fast nichts mit. Gut, dann stellen wir das gleich nochmal in der Aufnahmepause nochmal anders ein. Kann ich jetzt bloß nicht mitten im Video machen, Alex. Ja, ist kein Problem.
Muss doch das goldene Gleisgewehr ein bisschen durch die Gegend führen hier. Goldene Gleis? Ja, wir haben doch eine goldene Lackierung gekriegt. Das Vergoldete. Müssen wir mal ein paar Gleisbolzen loswerden. Na siehst du, ich komme noch rechtzeitig zum Abstand. Ja. Na, Hauptsache, das ist wichtig. Der Sheriff ist wieder da. Er hat den Waggon im Blick. Die Zeit ist um. Jeha! Ihr habt es geschafft, Partner. Ja, ist da. Und fertig. Fertig. Echt jetzt? Ja, abgeschlossen. Hab ich gerade weggeschossen. Hab ich gerade weggeschossen. Ach, bei dieser Landschaft bekommt man ins Schwärmen für was anderes. So, dann wollen wir heute auch noch mal ein bisschen Piu 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 machen. Aber ich muss mal jetzt langsam mal gucken hier. Jetzt haben wir hier zwei Events hintereinander abgeschlossen. Ja, Nahkampfwaffe verwerten. Wunderbar. Wie gesagt, das kommt ja nebenbei. Hirsche. Wir brauchen Hirsche. Dann wollen wir nochmal Hirsche holen. Nehmen wir erstmal den festen Spot hier unten. Hirsche sind ja nicht das Problem. Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde gebraucht. Ja gut, wenn man jetzt nicht weiß, wo und so, ne, dann ist das ein bisschen schwieriger. Stift hier da ewig braucht, bis es zusammen gehabt hat. Oh, 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 oh. Wir wollen ja jetzt hier nicht sterben und so, ne? Ich liebe diesen Sound vor dem Gewehr immer noch. So, jetzt haben wir hier schon mal die ersten. Und da sind die Rathirsche fertig. Okay, du warst wesentlich schneller als ich. So, dann brauchen wir noch eine Todeskralle und ein Todeskrallenei. Das heißt, wir gehen nochmal auf Todeskrallenjagd. Ups. Ameisen nehmen wir auch mit, aber jetzt ist meine Leiche weggeflogen. Dann nehme ich die hier hinten. So, einmal mitnehmen. Gucken wir erstmal nach dem Todeskrallen-Ei. Ist leider ein gesprungenes. Todeskrallen-Ei. Habe ich nicht noch irgendwie eine Granate hier? Da. Mal kurz anwerfen hier. Todeskralle brauchen wir ja auch gleich. So, Todeskralle auch fertig. Alles kein Problem. So, dann Knochen. Knochen, 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 Knochen. Gehen wir mal Freakshow. Und sammeln uns da mal ein paar Gebeine ein. Ah ne, das gab ja direkt Knochen. Das ist ja nicht verwehrte Schrott um Knochen. Oder?
Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. War das jetzt so oder so? Egal, erstmal mein Lurks wegmachen. Brauch sowieso ein bisschen AP-Food. So. Kein Problem, Queen. Mal her, den ganzen Rest. Dann holen wir uns jetzt hier einfach mal Knochenspiel. 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 Und Maulwurfsratten auch noch. Oh. Kronkorkenversteck haben wir hier auch noch. Ach du Heiliger, jetzt geht's hier aber los. So. Nee, dich haben wir schon mitgelootet gekriegt. Wunderbar. Dann schauen wir doch mal. Dass ich das jetzt einmal kurz verwerten tue. Na, ah, hat nur 3 von 5 Knochen gegeben. Schade. Wo könnte ich denn nochmal Knochen absammeln, wo wir schon lange nicht mehr waren? Hm, Knochenfallen gibt es ja auch wie Sand am Meer. Stimmt, wir müssen noch Hirnpilze machen. Da könnte ich doch, da unten müsste, glaube ich, auch ein Knochenspiel sein. Kannst keine Großmenge verwerten? Doch, aber das ist ja langweilig. Doch schneller. Ja, aber ist langweilig. Das mag sein, aber es geht schnell. Ja, ist aber trotzdem langweilig. Großmengen ist doch was für Easy-Spieler. Doch nichts für den Turtle. So, dann gehen wir hier mal durch. Erstmal mal böse Kakerlake wegmachen. Böses Mischling wegmachen. Piu, piu, piu. Hirnpilz. Stimmt, wollte ich ja sowieso gucken, ob grüner Daumen nicht doch wieder funktioniert. Bei Challenges. Wäre doch dann empfehlenswerter. Weil sonst muss ich sowieso recht weit. Ja, es funktioniert, wunderbar. Ich werde zwar jetzt nicht alle grünen Hirnpilze kriegen, aber ein paar. Ich schon bei Bocktown. Was waren die? Anan. So, holen wir uns mal Bocktown. Weil da muss ich sowieso noch was anpflanzen. Okay. Der Dicke möchte hier nicht. Na, machen wir es anders. Wer nicht will, ne? Kopf rausgucken lassen. Da. Bisschen vorsichtig bei der Landung sein. Und nächster Supermutant fertig. Wollt das hier einmal einnehmen? Müsste ich eigentlich nochmal ein bisschen mehr Hirnpilze. Das war ja jetzt 20 Mal, ne? Ja. Ah, oh, das ist so. Muss ja nochmal die Straße weiter runter doch nochmal durchlaufen. Ich weiß gar nicht, kriegen wir da 20 Hirnpilze raus? Ja, ich sollte auch noch im Bereich bleiben. Das könnte vielleicht helfen, die Werkstatt zu übernehmen. Gut. Dann nehmen wir hier uns gleich nochmal ein bisschen was mit. Und dann wieder unter die Straße. Na gut, weiter nach hinten zu Watoga ist sowieso noch deutlich besserer Spots.
mit Hirnpilz. Nee, den hatte ich schon. Den hatte ich auch schon. Oh ja, jetzt aufpassen. Da haben wir den nächsten. Da haben wir auch noch einen. Beim Hund habe ich sie übersehen. Ne? So. Hirnpilze, 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 Hirnpilze. Gib mir Hirnpilze. Hirnpilz abgeschlossen. Gut, was haben wir sonst noch? Lande mit einer Red-Kröte kritische Treffer. Ja, gut, das könnte ein bisschen schwieriger werden. Ich habe mir extra meine 10 mm mitgenommen. Na gut, ich glaube, die hat auch zu viel Grundschaden. Könnte, müsste, Fahrradkette. Ich hab das mit meinem 50er Kaliber gemacht, du wärst doch mit einer 10 mm zurechtkommen. Ja, aber ich will ja nur eine Kröte verwenden, so nach Motto. Ach so, der Sparsame. Und ich glaube, okay. ich habe mich jetzt ein bisschen verkehrt geportet. Ich hätte vom Big Ma ausgehen müssen, ne? Das war ja ungefähr da irgendwo in der Richtung. Das Krötchen. Versteck. Ah, ohne Stealth dürft's auch hinhauen. War ja nur 90er Hits. Alle Dude. So, laufen, laufen, laufen. Brötchen. Ne, jetzt habe ich das Faultier markiert, ne? Ich glaube, ich habe jetzt das Faultier markiert. Das ist nicht so gut. Ach, Random Spot mit dem Faultier. Okay. Ich nehme trotzdem mit. So. Unterschätzen nie die 10 mm. Hüt. Mann, das hier, man müsste dem Wasserspot folgen, hier in dem Wasserverlauf. Ja. Das war, glaube ich, weiter drunten. Da ist der Wasserverlauf. Das heißt, hier haben wir auch gleich dann die Krötchen oben. Brötchen. So, mal ins Bein. Ah, mit ins Bein kriege ich 16er hin. So, abgeschlossen. Wunderbar, gab nochmal Atome. Auch gereicht, wenn ich mich hier anständig verhalten hätte. Egal. So, Kröten sind auch durch. Level 80 haben wir auch erreicht. Wunderbar. So. Hm. Haben wir jetzt sonst noch Kultisten, Nahkampfwaffen? Ja, eigentlich nur noch Kille-Kille Kleinzeug. Ja, Knochen machen wir uns noch irgendwo. Irgendwo werden wir uns noch was finden. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann. Tschüssi.